Salam alaikum, Boys and Girls. Daniel Garofoli hier. Ich bin heute am Burj Al Arab und im Burj Al Arab. Und Burj Al Arab hat 1999 das Ende von Dubai bedeutet. Und das war damals 20 Minuten Autofahrt durch die Wüste, bis man am Burj Al Arab war. Und alle dachten, was passiert hier? Und warum bauen die ein 7-Sterne-Hotel am Arsch der Heide, mitten in die Wüste? So, dieses Hotel hat eine riesige Bedeutung, nicht nur für diese Stadt, sondern auch ist mega connected mit meiner persönlichen Story mit Dubai. Das erfährt ihr alles in diesem Video. Wir gehen sogar rein, und zwar in eine Suite. Die zeige ich euch in diesem Roomtour-Video. Deshalb viel Spaß bei dem Video. Salam alaikum, Boys and Girls, zu dieser exklusiven Roomtour vom Burj Al Arab. Und zwar haben wir hier eine Sky Suite mit 170 Quadratmeter. Und direkt vorneweg, das ist ein Influencer-Deal, mein erster Influencer-Deal, den ich bekommen habe, schrägstrich genommen habe. Weil ja, dieses Hotel hat eine besondere Bedeutung, nicht nur für diese Stadt, sondern auch für mich und meine Story mit dieser Stadt. Und ich gebe dir erst eine kleine Tour und dann erzähle ich dir die Story. Denn hier haben wir ein großes Gäste-WC, kleinen Lagerraum hier unter der Treppe. Und was ganz geil ist, du hast hier alles, also alles, was Gold ist, glänzt. Nee, umgekehrt, alles, was glänzt, ist Gold tatsächlich. Echtes Blattgold, siehst du hier die Rahmen, überall die ganzen Edges. Kleine Minibar, Kaffeemaschine da hinten dran. By the way, alles auf Extra Charge. Großzügiges, geräumiges Wohnzimmer. Ich saß noch nicht mal auf jedem Blatt. Ich saß mal kurz hier und ich saß mal kurz da. Auf denen saß ich noch gar nicht. Warte. Check. Okay. Also, riesiges Wohnzimmer, geiles Ceiling halt. Wir haben hier Blick Richtung Downtown und natürlich über den Golf, den arabischen. Und ja, wir haben hier, wie gesagt, ein Schlafzimmer, 170 Quadratmeter. Wir bleiben hier für 2 Nächte, was ganz geil ist. Das heißt, wir haben noch so ein bisschen Urlaub, vor allem jetzt, wenn es dann in die Launchphase von unserem nächsten Projekt geht. Und auf unsere Immobilien-Investment-Tour habe ich wirklich die nächsten 9 Wochenenden nicht frei. Das heißt, ich versuche hier wirklich auch so viel wie möglich nochmal zu entspannen und die Zeit mit der Familie zu genießen. Was ja auch immer ganz wichtig ist, denn dieses Hotel hat so eine besondere, ja, eine absolute Bedeutung für mich und Olga natürlich. Denn, Fun Fact, ich habe in diesem Hotel ihren Antrag gemacht 2014. Die Story geht es gleich dazu. Ich zeige euch noch den Rest. Die berühmten goldenen Wasserhähne. Alles ist tatsächlich hier von Hermes. Also Dusche und Shampoo, alles von Hermes, was ganz geil ist. Großer Jacuzzi, riesige geile Dusche mit verschiedenen Funktionen für Massage etc. pp. Ja, großen geräumigen Walk-in-Dresser mit einem Dyson-Föhn, wollte ich eh schon mal immer probieren, das ist ziemlich geil. Und hier dann unsere Master Suite. So. Natürlich auch mit fernsehversenkbarem, großem Bett, also King-Size-Bett natürlich. Spiegel drüber, for whatever reason. Ich fand es ein bisschen awkward, um ehrlich zu sein. Aber mein Gott, anscheinend mögen es die Leute. Ne? Ist ja wahrscheinlich alles zielgruppenorientiert hier gebaut. Interior Design natürlich ist auch streitbar, muss ich überlegen. Die haben dieses Projekt vor 30 Jahren hier geplant und vor 25 Jahren eröffnet. Seit 1999 ist dieses Hotel eröffnet, und diese Story dazu gibt es jetzt. Jetzt musst du dir vorstellen, 1999 gab es diese ganze Skyline von Burj Khalifa da hinten nicht. Die meisten Villen gab es hier noch gar nicht. Natürlich diese ganzen aufgeschütteten Inseln inzwischen gab es 1999 nicht. Und die Regierung von Dubai, Sheikh Mohammed bzw. Sheikh Rashid back then, hat entschieden, wir müssen uns von der Ölförderung unsere Wirtschaft diversifizieren. Ja, wir sind am Ende des Ölzeitalters. Und wir haben 8 Monate im Jahr perfekte Wetterverhältnisse. Wir müssen ein Tourismuszentrum werden. Und dieser Vision, damals 1999 schon, kannst du extrem vergleichen mit der Vision 2040, die Dubai ja jetzt heute verfolgt. Denn auch damals haben sich die Leute gefragt, was will man denn mit einem 7-Sterne-Hotel, was natürlich Marketing war, ist ein ganz normales 5-Sterne-Hotel. Aber was hat es gebracht?
Aufmerksamkeit ohne Ende. Und das ist ja genau das, was diese Stadt gebraucht hat zu diesem Zeitpunkt. Denn sie wollten Touristen anlocken, sie wollten Unternehmen anlocken. Natürlich waren wir damals noch eine Steueroase mit 0% Steuern, hatten nicht mal VAT, also Mehrwertsteuer. Selbst das hatten wir nicht, das wurde erst 2018 eingeführt. Und da waren die Emiratis tatsächlich extrem weitsichtig. Und das sind sie auch nach wie vor. Denn was seit 1999, also das Opening dieses Hotels passiert ist, ist mindblowing. Die ganze Skyline von der Marina, die Palme ist hier direkt davor. Die zweite Palme Jebel Ali, komplett Downtown. Alles, was gerade gebaut wird, Expo und hastig. Also alles gab es damals noch nicht. Innerhalb der letzten 25 Jahre aufgebaut. Was die Emiratis damals schon geplant haben, das passt nicht in die Vorstellungskraft eines normalen Menschen von dir und mir. Und das ist auch das, was ich auch meinen Investoren immer erzähle. Ab und zu musst du einfach auch mal glauben an das, was sie hier umsetzen möchten. Denn sie haben es ja bewiesen. Wir haben jetzt schon 3,6 Millionen Einwohner. Wir wollen 7 Millionen bis 2040 werden. Und ganz ehrlich, selbst wenn sie nur ihr Ziel 80% erreichen, haben sie deutlich mehr erreicht als jede Region in Europa. Und was hat diese Story mit meiner Story in Dubai zu tun? Denn ich bin 2007 zum allerersten Mal hierher gekommen, habe aus Burj Al Arab gesehen. Danach sind wir an der Marina vorbeigefahren. Die Marina war nur halb hohe Tower, super funny. Und habe mich damals schon in Dubai verliebt und dachte, hier ist ein spezieller Vibe und ich möchte hier sein. 2012 habe ich dann den Sprung geschafft und jeder weiß, ich habe hier als DJ angefangen und hatte hier am Anfang auch wirklich andere Verhältnisse zur Verfügung. Ich habe in der WG gelebt, ich hatte Schulden in Europa, die ich abbezahlen musste. Ich hatte eine Gesellschaft in Deutschland mit Partnern, wo ich privat haftend war für die Schulden der GmbH. Und das ist die Story, was mich und Olga mit dem Burj Al Arab hier verbindet. Denn ich habe es geschafft, 100.000 Euro Schulden innerhalb von 7 Monaten abzubezahlen in Deutschland. Allein mit Hustle, DJing, Sidejobs und so weiter und so fort, alles in Dubai. In dieser Zeit ist meine Frau zu mir gestanden, ja, und das war 2012/13. Und dort habe ich entschieden, wenn diese Frau diese Zeit mit ihr durchsteht, wo ich auf der Couch geschlafen habe, wo wir in WGs gewohnt haben mit 4 englischen Couples und so weiter, wo wir wirklich von der Hand im Mund gelebt haben und wochenlang Reis und Chicken gegessen haben. Und es ist, also ich wusste, wenn diese Frau wirklich das mit mir durchmacht, dann tust du ihr sofort einen Ring an den Finger stecken von der ersten Kohle, die du verdienst, wenn du wieder Geld hast. So, gesagt, getan. Ich dachte, hey Daniel, jetzt warst du fast 8 Monate pleite. Jetzt kommt es auf eine Woche länger auch nicht mehr drauf an. Das erste Geld, was ich wirklich verdient hatte, das war ein DJ-Gig damals, New Year's Eve 2013, und ich war in Aserbaidschan, Baku, gebucht, und zwar auf einer Rooftop Terrace. Ich glaube, es war das Hilton Hotel direkt am Meer. Super geil. Ich habe für den Gig 2000 Euro bekommen und für diese 2000 Euro habe ich einen Ring gekauft und habe eine Reservierung gemacht an der Bar hier mit einer Flasche Champagner, wo ich dann Olga proposed habe und danach noch eine Rolls Royce Tour durch Dubai. Also komplett Banane, aber ich dachte, scheiß drauf, du warst so lange pleite. Jetzt kommt es echt nicht mehr darauf an. Und diese Frau hat es verdient, einen Abend richtig gepampert zu werden. Also richtig umsorgt zu werden, richtig verwöhnt zu werden. Und genau, ich hatte mega Angst. Sie hat glücklicherweise ja gesagt. Und lustigerweise ist dieser Tag, hat sich dann dieses Jahr zum 11. Mal gejährt. Und wir haben eben diesen Deal angeboten bekommen hier im Burj Al Arab und dachten, weißt du was, wir haben dieses Jahr gar nicht gefeiert, wir haben gar nichts gemacht, natürlich durch unser Baby. Und dann machen wir das mit Burj Al Arab und zeigen euch dann noch diese Suite und erzählen noch ein bisschen was aus meinem Leben und wie ich hier nach Dubai gekommen bin, damals im Jahr 2012 und mit meiner Frau Olga. Die gemeinsame Vision zwischen Dubai und meinem privaten Leben ist nicht nur meine Story. Ich kenne 100.000 Leute, die eine ähnliche Story haben, und dass du auch so oder so ähnlich vergleichen kannst oder auf dieses Projekt
umscripten kannst oder darauf eine Relation beziehen kannst. Denn Dubai hat noch einiges vor und du solltest Teil davon sein, des Immobilienmarktes in Dubai, den wir mit unseren eigenen Projekten hier in Dubai wirklich nachhaltig und langfristig ja, tatsächlich disrupten mit günstigen Einstiegspreisen und hohen Renditen. Wenn dir das gefällt, dann solltest du jetzt mal mir eine E-Mail schreiben, ist alles unten verlinkt, unser Kontaktformular, und dann werde ich mich mit meinem Team gemeinsam darum kümmern, dass du auch hier im Dubai-Immobilienmarkt sicher, langfristig und nachhaltig investiert bist und Teil des Erfolgs dieser Stadt wirst und dann in 10 Jahren genauso eine Story erzählen kannst, wie ich gerade aus dem Burj Al Arab, das 30 Jahre alt ist, ich 10 Jahre verlobt oder 11 Jahre, bam, 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 bam. So, it always goes on, that's the beauty of life. So, ich hoffe, euch gefällt's. Ich gehe jetzt an den Pool zu meiner Frau und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.